Ja, 5. Das ist sogar stärker theoretisch, weil das greift 3,00 Swing Speed. Ich würde dir empfehlen, falls du das Spiel mal selber spielst, kauf dir, mach dir schnelle Waffen. Das ist bei den Kampfsystemen besser, als wenn du langsam zuschlägst. Von daher kann natürlich sein, dass du pro Boss unterschiedlich dich ausrüsten musst oder so. Und jetzt bin ich übrigens nackt. Wo ist denn mein Zeug? Ach, hier. So, nein, das würde ich nicht da reinmachen, verdammt Scheiße. Wo ist das jetzt? Verdammt, da. So. Ah, bin ich sexy. So. Achso, das ist das. Ist das. Sieht aber auch schon recht geil aus, das Design, finde ich. Gut, mal wieder mit meiner Kappe rum. So, damit hat man das jetzt erledigt. Learning to Leading the Science. Habe ich eigentlich Lied? Mal gucken. Magnesium. Wenn man so fertig habe, glaube ich, noch kein Lied. Sieht nicht aus, als hätte ich noch Lied. Glitchstone, Red Chest. Metamodul-Komponent. Habe ich irgendwie, glaube ich, habe keine Diamanten. Dann könnte ich meinen. Oder mal gucken. 2 Manipulator-Moduls. Habe ich denn welche? Oh, dieses, Alter, dieses Inventar-Sortierung, das ist echt ein bisschen echt hummelig. Oh, einmal haben wir doch. Das Upgrade-Modul, die brauche ich später. Die sind für Schiff. Moin, Hator XD, hallo, endlich mal wieder ein deutscher Starborn-Spieler. Ja, aber mit Mods und mit Mods, die nicht jedem gefallen, weil ich zum Beispiel Creative Mode installiert habe. Also diese Sheet Mod, weil zum Beispiel diese ganzen kleinen Chests mit übelst auf dem Geistige Manipulator Modul habe ich nur eins. Okay. Craften konnte man die. Und für mich ist es übrigens auch blind, das Spiel. Diamant, 10 Meter, aber ich habe keine Diamanten, ne? Glaube ich, keine Diamanten, genau. Okay, da würde ich sagen, gehe ich erstmal auf den. Weiß nicht, ob da. Auf dem Planeten werden höchstwahrscheinlich keine Diamanten sein. Deswegen. Ich könnte hier probieren, ob ich da Diamanten finde. Ach, das passt doch. Ich habe noch. Was habe ich noch installiert? Ich habe noch Better Lights oder wie es das heißt installiert. Ich habe noch. Oh Gott, ich könnte gleich eigentlich mal gucken, wenn wir angekommen sind. Und mal kurz im Menü nachgucken, was ich alles installiert habe. Für Mods. Aber nach einer Zeit geht das voll. Hast du die Chests auch? Ja, das ist einfach, das ist mir einfach. Ich mache eh nur noch eine halbe Stunde und dann mache ich Schluss für heute. Weil ich morgen auch um 6 Uhr früh aufstehen muss. Dann muss ich ein bisschen schlafen wenigstens. Und um 1 mache ich sowieso Schluss. So. Ich habe aber das Problem, ich sammle sehr gerne. Ich sammle auch so einen Dreck wie hier. Der ganze Kram da. Einfach, weil ich sammle gerne. Siehst schon, ich habe die Kiste schon halb voll und immer noch ein bisschen Platz da teilweise frei. So, kurz Save und Quit. Steht da im Menü. Also, ich habe installiert. Character Creation Mod. Falls ich halt irgendwelche. Ich habe aber keine Spezies installiert, falls ich die halt später installieren möchte. Creative Mode ist drinne. Fracking Universe ist drinne. Das ist dieses, halt diese mega große Mod da. Enhanced Storage ist drinne, Horror Edition. Extended Soundbook ist drinne. QMM Full, ich glaube, das ist für Lieder oder sowas, glaube ich. Lightsabers, wir haben Lichtschwerter haben wir drinne. Auch noch. So, ich weiß aber ich weiß nicht, wie man die craftet. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt schon gehen, ne? Light. Nee, geht nicht. Geht noch nicht. Ich meine wahrscheinlich erst im Endgame craften. Aber es wäre aber schon, glaube ich, ziemlich stylisch mit einem Lichtschwert rumzurennen. Deswegen dachte ich mir, installiere es jetzt mal. So, wir sind jetzt erstmal auf der Suche nach Diamanten. Und ja, ich habe übrigens schon ein paar hier Pulsjumpen und so weiter, weil ich die irgendwann mal, glaube ich, gefunden habe oder so. Von daher hochrichte ich das Zeug. Hab ich denn das vergessen? Wusch, dass das noch hängen geblieben ist. Mach's mir nichts, okay.
So. Noch ein paar Sachen. Okay. Okay. Gut. Ich könnte zwar auch den Superman-Dingens nehmen, aber nee. Mache ich nur im normalen Singleplayer, wenn ich wirklich nicht streame oder sowas. Weil sonst ist es ein bisschen sehr übertrieben hier. Ist nicht so lahmarschig wäre. Aber es dauert halt noch eine ganze Zeit, bis man den wirklich richtig ausbauen kann, dass der übelst schnell wird. Wenn man ja ganz viel Glück hat, kann man den ja schon relativ schnell ausbauen, wenn man ja dann, wenn man ganz viele Meta-Manipulator-Module bekommt. Sehe noch eine halbe Stunde und dann. Ich hoffe nicht, dass ich in der Zeit noch viel reißen werde. Vor allem denn bei der Geschwindigkeit hier. Mir angucken, wie schnell der hier ist. Einfach so. Mal so derbs alles weg. Ich finde diese Light-Mod übrigens ziemlich cool, die ich installiert habe. Dass du hier so, dass das Licht die Schatten übelst geil wirft. Irgendwie. Das ist voll atmosphärisch. Oh, ich liebe die Musik von dem Spiel. Die ist so toll. Auf welcher Ebene kommen eigentlich Diamanten? Ich würde ja sagen, eher so Lava-Ebene, oder? Aber da bin ich schon viel zu sehr Minecraft gewöhnt. Oh, hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach, der müsste echt mal langsam mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen, Alter. Dieses 4x4 ist so nervig. Hopp. Ach, das Licht braucht nicht so viel. Du kriegst Diamanten viel im Öl- und Slime-Biom. Okay, wenn du Glück hast, findest du ja eins. Ich habe auch, glaube ich, genau diese Mod da, die ich da habe, diese Riesenmod, die fügt, glaube ich, auch neue Biome hinzu. Die ich gar nicht kenne. Das ist auch so eine Mod irgendwie, wo du da auch neue Crafting-Methoden hast und so weiter und ganz viel anderen Kram. Also dieses Fracking Universe heißt, glaube ich. Das ist für mich wirklich noch sehr, sehr blind. Ich habe das Vanilla noch nicht mal richtig durchgespielt. Was eigentlich bräuchte ich gar nicht Kohle mitzunehmen, weil ich habe noch so viel Kohle zu Hause rumliegen in der Kiste. Das ist schlimm. Wäre aber nicht schlecht, den Meta-Manipulator erstmal für Liquid Collection aufzuwerten, damit ich dann nämlich auch das Fuel aufsammeln kann später. Und daher, ich glaube, Schleim und was war's? Öl und Schleim, also Öl meinst du wahrscheinlich Desert, oder? Mit Öl. Weil hier gibt es Öl. Der Desert. Und Schleime gibt es, glaube ich, hier noch gar nicht in dem System. Es gibt, glaube ich, irgendwie, was war das gewesen? Es gab Giant Reese oder so ähnlich. Das ist, glaube ich, ein neues Biom, was vorher nicht gab, ohne Mods. Es wundert mich ja, dass es für Starborn schon so derbst viele Mods gibt. Da gibt es ja echt schon ziemlich viele inzwischen. Nicht gedacht, dass das schon so Ausnahme aus auf so Züge annimmt wie bei Minecraft. Da gibt es ja auch offenbar so Mods dafür. Ja, aber es gibt unterschiedlich unterirdisch zu ölige Biome. Ach so, meinst du das? Ah, wusste ich gar nicht. Ja, klar wusste ich das nicht, weil ich habe zwar schon 50 Stunden, glaube ich, auf dem Konto, aber ich habe in der Zeit nicht allzu viel gespielt. Ich habe es nie durchgespielt in der Zeit, weil ich immer zu neu angefangen habe und ja, ist schlimm mit mir. Oh, ich glaube, das ist was aus dem Minecraft, oder? Ja. Ich hasse übrigens das Kampfsystem von Starbound. Das ist so, du schlag als erstes zu und dann, ja. Ich mag sowieso allgemein eigentlich nicht so viele Action-Kampfsysteme. Da bin ich einfach zu doof meistens für. Die meine ich. Achso, kurz was trinken nebenbei. Ja. So, ach, was ich übrigens gerade merke, weil es irgendeiner followt. Ich habe den volle gar nicht drauf. So, folgendes, dass der volle Alert funktioniert. Da ging man eine Zeit lang nicht.
Ich glaube, der Ton vom Voller Alert geht gar nicht mehr. Das ist da irgendwie buggy. Und ja, das hinter mir ist mein Bett. Und es ist unaufgeräumt, ich weiß. Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, dass das doch relativ flotte geht. Streamst du öfter Star Wars? Und eigentlich gar nicht. Eigentlich stream ich gar nicht. Ich habe eigentlich, ich bin eigentlich mehr RPG, aber östliche RPGs und RPG Maker. Wird dir wahrscheinlich nicht sagen, das ist ein Programm, oder falls du es kennst, dann sorry. Ist ein Programm, in dem du relativ einfach eigene östliche RPGs machen kannst. Du kannst zwar da auch andere Spiele mitmachen, aber er ist eigentlich dafür ausgelegt, dass du sowas wie Final Fantasy, Dragon Quest, Tales of und so weiter mitmachen kannst, aber im rundenbasierten Kampfsystem. Und daher, Starbound spiele ich privat immer mal, hat vor einer Woche oder so ziemlich gesuchtet. Also, Torchlight zum Beispiel, also als RPG. So Diablo-like eigentlich nicht ganz, so, die werden mir meistens so eintönig und die Story ist mir zu banal meistens. Ich habe auch allgemein Probleme mit westlichen Rollenspielen, weil die Story da meistens nicht so pralle ist, sondern die Welt und so, ja, aber ich stehe lieber auf gute Stories und gute Charaktere. Also sowas wie Final Fantasy. Sehr großer Fan bin ich von der Mafia-Reihe, Earthbound im Westen. Und ja, das ist eher mein Ding. Westliche Rollenspiele, wenn dann vielleicht mehr Elder Scrolls mit einem XP-Mod, wenn das es dann XP gibt, aber dieses Learning by Doing, das mag ich absolut nicht. Weil ich habe Final Fantasy 2 Let's Played und da fand ich das Grinden sowas von mega blöd. Da habe ich glaube ich 20 Stunden gegrindet und 20 Stunden Spielzeit gehabt, ganz normal. Also das ist mega bläh. Okay, also ich habe Diablo zweimal durchgespielt. Ich habe ganz normal durchgespielt, habe aber am Ende geschieht gehabt, weil ich hatte auf das Gameplay absolut keinen Bock mehr, weil das mir einfach, das war mir zu eintönig gewesen mit der Zeit. Ich wollte es einfach nur noch durchhaben, weil das ist einfach, im Grunde ist es eigentlich immer dasselbe gewesen. Nur die Grafik-Sets waren anders. Das war nicht mein Fall. Action-RPGs, diese Sammelsucht, die greift da irgendwie nicht so über bei mir, bei Waffen und so einem Kram. Und das ist ganz seltsam bei mir. Ich finde das irgendwie, weiß nicht. Oh ja, mal Sand. Und daher. Mit welchen Kampfsystemen ich auch absolut nichts anfangen kann, ist das so ein Kingdom Hearts. Das ist, muss ich selber mal und nicht mehr spielen, dass ich da reinkomme, aber das ist eher so, ich weiß nicht. Ich bin vielleicht nämlich einfach zu doof für Kingdom Hearts. Torchlight ist ja auch nach einer Zeit eintönig, aber hat dafür sehr viele Mods. Das weiß ich. Glaube ich, habe Torchlight 1, aber glaube ich gar nicht. Ich hatte es mir mal runtergeladen. Warum lasst du fallen? Torchlight 2 habe ich glaube ich auch mal gehabt, aber das da gefallen habe, ich habe es halt noch nicht gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir kaufen werde. Ich habe sowieso noch so viele Spiele, die ich spielen muss. Allein wenn du mal unten auf die Liste guckst, was ich so bei sonstigen Projekten stehen habe. Was ich noch durchspielen muss, alles. Das ist Kapesslung, glaube ich, ne? Ah, ne, Unrefined Quillstone ist das. Entschuldigung. Also, das ist schlimm. Ich habe vor kurzem erst heute sogar Chrono Trigger 2 durchgespielt. Also, das ist ein RPG-Maker-Spiel, ist aber Trash gewesen. Aber sowas von Trash. Und ja. Jetzt noch neu dazu gekommen ist Animaniacs, das Super Nintendo-Spiel. Wegen Markus, weil der das sehen wollte. Ich werde demnächst, glaube ich, erstmal als nächstes Morphopolis durchspielen. Das ist so ein. Nennt man das? Diese ganzen. Ich glaube, Wimmelbilds, Rätsel-Mix-Dingens da. Weil ich mir das mal gekauft hatte für ein paar Cent. Da wollte ich das mal durchspielen. Ist eigentlich auch nicht so mein Genre, aber. Oh. Oh, Hathor, danke für den Follow. Hathor XD, wie spricht man dich aus? Und es geht doch! Das Sound geht doch! Komisch, warum hat er vorhin nicht gemacht?